Guten Morgen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Nach zwei Tagen mit Zugewinnen ging es gestern mal wieder etwas abwärts für den Leitindex. Im Laufe des Tages war zunächst keine klare Richtung auszumachen. Am Ende stand dann ein Minus von 0,4% auf der Kurstafel. Damit hielt sich der DAX aber immer noch über der 12.000-Punkte-Marke. Wie es jetzt heute eventuell weitergehen könnte, das weiß meine Kollegin Franziska Schimke in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Franzi. Wie wird der DAX heute erwartet? Was sind die Vorgaben? Ja, einen schönen guten Morgen. Gestern der deutsche Leitindex ja ohne die ganz klare Richtung. Aber wir müssen natürlich sagen, das Thema Handelskonflikt hängt über dem Markt wie ein Damoklesschwert. Und das dürfte heute dann noch einmal für doch ordentliche Verluste sorgen. Denn wir rechnen damit, dass wir unter der 12.000-Punkte-Marke hier in den Handel starten. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann wissen wir ein Stück weit auch, wo der Druck herkommt. Denn der Dow Jones war nach dem verlängerten Wochenende zunächst erst einmal etwas freundlicher unterwegs. Dann hat aber die Stimmung doch ganz deutlich gedreht und der Dow ist letztlich mit einem Minus von 0,9% aus dem Handel gegangen. Aussagen von Donald Trump im Rahmen seines Staatsbesuchs in Japan zum Thema Handelskonflikt mit China, die sind die belastenden Faktoren, denn die USA sieht sich wohl noch nicht bereit für einen Handelsdeal und somit könnte es auch sehr schnell und sehr deutlich das Thema Strafzölle auf chinesische Güter weiter erhöht werden. Und das ist natürlich was auf die Stimmung drücken. Das sehen wir dann auch an den asiatischen Märkten. Der Nikkei mit über 1% im negativen Bereich. Auch der Hang Seng im Roten unterwegs. Der Shanghai Composite, der hat moderat in den positiven Bereich gedreht. Aber für den Auftakt ist das jetzt heute nicht das beste Signal für den Gesamtmarkt hier in Deutschland. Ganz herzlichen Dank nach Frankfurt, Franziska, für den Überblick. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Wird mal wieder ein spannender Kampf um die 12.000-Punkte-Marke. Schauen wir uns jetzt natürlich noch unsere Marktidee an. Das ist heute Dialog Semiconductor. Die Aktie, die hatte im Februar 2017 ein Zweijahreshoch markiert bei gut 52 Euro. Anschließend folgte dann ein dynamischer Einbruch. Im Juni letzten Jahres hat der Kurs dabei ein Fünfjahrestief sogar erreicht bei 12,44 Euro, bevor es dann wieder aufwärts ging. Der Aufwärtstrend ist auch weiterhin intakt. Aktuell befindet sich der Wert allerdings in einer Korrekturphase. Was das bedeutet, worauf man achten muss, wie es weitergehen könnte, lesen Sie in einer ausführlichen Chartanalyse wie immer zu finden unter www.ideas-daily.de. Ja, soweit für heute. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Morgen haben wir hier einen Feiertag. Das heißt, die nächste Sendung gibt es dann erst am Freitag, 31. Mai, natürlich pünktlich 7:30 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.